Ich war Anleger bei der Leibstandarte, hatte 2 Jahre vor dem Krieg dort meinen Dienst gemacht und dann war ich in Polen schwer verwundet. Und dann war ich natürlich nach Krankenhäusern besuchen und so weiter in der Genesungskompanie. Und dann kam irgendwie ein Anruf aus der Reichskanzlei. Es wurde ein Mann als Telefonist bzw. zu der persönlichen Begleitung von Adolf Hitler gesucht. Und mein Kompanist, der mich 3 Jahre in seiner Kompanie gekannt hat, der hatte mich vorgeschlagen, schon alleine aus dem Grund, abgesehen, dass ich schwer verwundet war, dass vom Oberkommando der Wehrmacht der Befehl kam, letzter Sohn, letzter Hinterbliebene einer Familie soll nicht im Frontgebiet, sondern im Rückwärtigen Verwendung finden. Und das traf auf mich. Ich bin letzter Sohn. Ich habe meine Eltern im Weltkrieg verloren. Und dann, ja, dann wurde ich dann dem Bataillonskommandeur vorgeführt und im Rückzugverfahren war ich innerhalb vielleicht von 1, 1,5 Stunden in der Reichskanzlei. Ohne Wenn und Aber. Da wurde ich da einfach abgeliefert bei dem Begleitkommando. Und ja, da war ich da und ich musste dann auch gleich arbeiten. Es ging kein Rückzug. Ich wusste gar nicht, wie mir geschehen ist. Plötzlich, ich bin vom Dorf und plötzlich bin ich da in der Viererwohnung. Der Vierer war doch der Vierer, nicht? Nicht? Und dann plötzlich bin ich da mitten in seiner Wohnung, denn da bekam ich ein Zimmer zugewiesen. Ja, und dann musste ich schon arbeiten. Wann war das? Das war Ende April, Anfang Mai. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, es war am 2. Mai gewesen. 1940. Und von da an waren Sie dann immer beim Führer Ja, in daher dieser gehörte Nähe. ich zu seinem Begleitkommando. Wir hatten verschiedene Aufgaben zu erledigen. Nicht nur, dass wir Leibwächter waren, sondern bei so einem Firmenchef ist da sehr vieles zu tun. Und dann, ja, aber zuerst hauptsächlich im Telefondienst. Das habe ich übrigens sehr gern gemacht. Mir hat das Spaß gemacht, nicht? Und wie das so an seinem Chef alles funktioniert, musste auch funktionieren. Wir haben die ganz moderne Anlage da gehabt in der Viererwohnung. Nicht mehr so Stöpseln in den Vermittlungskästen, sondern wir hatten Taxen gehabt. Nicht und Tastenbrief. Und da war natürlich, hat sich so ergeben, je nachdem wie man eingeteilt wurde, entweder Telefondienst oder Läufer. Läufer, das war der Dienst, der von dem Dienstraum, wenn man in die Wohnung kam, musste man in den Dienstraum gehen. Da war der Diensthabende und 2 Läufer, also bewegliche Personen in der Wohnung, nicht Nachrichten zu den Adjutanten bringen, beziehungsweise zum Teil zum Führer selbst, nicht, dieser von Nachrichtenzentrale kamen und alles sowas, Gäste empfangen, nicht, die mussten wir auch, ist egal, wer kam, Garderobe abnehmen, hinhängen und dann eventuell, meistens war dann immer ein Adjutant mit dabei und wenn er nicht da war, da haben wir den Gast je nachdem selber begleitet. Nicht? Wir wussten, wo der Führer ihn empfängt, ob im Wintergarten oder im Rauchzimmer, also, oder im Arbeitszimmer, da haben wir den Gast entsprechend dahin begleitet. Aber also Gesprächspartner waren wir in dem Sinn nicht. Gesprächspartner waren die Adjutanten. An welche Staatsbesuche am Obersalzberg können Sie sich erinnern? Oh, sehr viele. Ob das Mussolini war, ob das Horthy war, das war ja meistens dann, wenn größere Staatsbesuche, war ja im Schloss Klessheim, ja, bei Staatsleuten. Ne? Die wohnen dann im Schloss Klessheim. Aber sonst auf dem Berghof, je nachdem. Ja. Viele, die dahin kamen. Wir waren immer anwesend, also ich kann nicht sagen, wer, wo, der einzelne Person. So gut wie alle, je nachdem, wenn ich auf dem Berghof Dienst hatte. Nicht? Wir hatten ja immer zum Teil in Berlin, war ja der Dienst laufend und dann die wir in der Begleitung mit waren, anwesend. Gehen wir mal gleich zu dem ganz brisanten Thema, die letzten Tage in der Reichskanzlei. Ja. Wie haben sich die letzten Tage abgespielt, sagen wir mal, ab dem 23. April?
Naja, wenn man sagen, ab 22. Ja. Am 22., da sind wir dann vorher ja auch schon immer wieder, je nachdem, wenn Luftangriffe waren, dass wir im Bunker waren, der Vierraucher ist immer wieder aber raufgegangen, wenn Entwarnung war von Luftangriffen. Denn das war ja kein Wohnbunker. Er ist dann immer wieder in seinen Bereich gegangen, in die Wohnung. Nicht? Und wir auch. Wir in unser Arbeitsplatz, unsere Telefonvermittlung war ja in der Wohnung. Nicht? Und nur wenn Luftangriffe waren, dann der Vier runterging, da waren wir dann auch runtergegangen in den Bunker. Das waren an und für sich Zellen, da war ja nicht groß, waren kleine Räume. Die linke Seite, das war der Bereich, wo der Führer seine zwei Räume hatte, Eva Braun, ein Raum, Bad und so. Daneben waren allgemeine Toiletten, da war auch schon ziemlich alles. Da war noch so ein kleiner Vorraum am Notausgang zum Garten. Ja, und die andere Seite waren die technische Abteilung. Das war der Maschinenraum, den Henschel bedient hatte. Nicht? Und die Telefonvermittlung, Fernschreiber, das war dann der Raum daneben. Und neben dem Raum, da war dann Feuer Morell, der Leibarzt, der Diener. Die sind dann weg und dann ist dann der Goebbels eingezogen. Ja, die letzten Tage, so ab 22. April etwa. Und von da aus, ich war drüben in der neuen Reichskanzlei, wir hatten einen unterirdischen Gang gehabt zur neuen Reichskanzlei, da traf ich Herrn Beuys, den Funker, sage, ist was für ein Chef da, ich gehe jetzt zum Dienst, ich gehe jetzt in den Bunker, kann ich gleich mitnehmen. Da sagt er, nein, im Moment habe ich nichts, aber so ungefähr nach einer guten halben Stunde, da kommt er ganz nervös und sagt, schnell zum Chef, zum Chef. Da wurde dann Herr Lorenz zugerufen und weiß ich wer noch. Da sage ich zu Herrn Beuys, was war denn los? Er sagte, ich habe eben noch abgefangen. Die Alliierten haben die deutsche Regierung mehr oder weniger aufgefordert, unbedingt Berlin 14 Tage bis 3 Wochen zu verteidigen. Deswegen war dieses Nervöse. Nicht? Weil Hitler ja immer daran geglaubt hat, dass es zwischen West und Ost irgendwie doch noch irgendwie zu einem Krach kommt. Das haben wir ja ungefähr so gewusst. Und weil als dieses Telegramm abgefangen wurde, da hat sich das dann hingezögert. Sonst hätte der Hitler sich eigentlich schon am 22., 23. April das Leben genommen. Nicht? Aber das hat sich dann wieder hingezögert. Nicht? Es wurden ja verschiedene Funksprüche noch abgefangen, Telefonate, die wir so vermittelt haben. Nicht? Ich kann mich an alles nicht erinnern. Frontgespräche zwischen den kommandierenden Leuten, hauptsächlich hier an der Oder. Nicht? Da kann ich mich an Einzelne erinnern. Und ich habe zum Teil auch abgehört, nicht? Ja, was so gesprochen wurde. Denn da unten hielten sich dann auch der General Krebs, General Burgdorf, die Militärs, nicht? Bormann. Aber sonst war der Bunker nicht groß besetzt, wir hatten ja gar keinen Platz. Nicht als Hanna Reitsch kam da mit dem Ritter von Greim, die musste bei mir in der Vermittlung ein bisschen Platz nehmen. Wir hatten keine Möglichkeit gehabt zum Sitzen oder etwas. Was wollte die? Hanna Reitsch? Ja, sie hat den Ritter von Greim. Der wurde ja Nachfolger von Göring. Nicht? Der wurde dann Chef der Luftwaffe. Nicht? Und die hat ihn reingeflogen. Und er hat es ja ein Drama da gegeben, nicht? Die Flugzeuge, die raus waren, die Hanna Reitsch auch, die wollten die Kinder weg rausfliegen, Personal von Küchenpersonal oder Verwaltung, die Frauen, die kamen, haben auf Knien Frau Goebbels angebettelt, Frau Goebbels, lassen Sie uns die Kinder können doch nicht hierbleiben. Kein Mensch weiß, wenn ich nach Oldenburg fahre zu meiner Schwester, was ein Kind das ist. Bitte, bitte. Die haben geweint und um die Kinder gebeten. Ja, und Frau Goebbels hat sie aber nicht weggelassen. Dann kam der Dr. Naumann, der Vertreter von Goebbels, nicht, nachdem dieses da alles so, ich kann das gar nicht so richtig schildern, denn das wird ja zu lange dauern. Kam der Dr. Naumann und machte so mit dem Daumen, wenn es nach ihm gegangen wäre.
Also er meinte den Goebbels. Wenn es nach ihm gegangen wäre, da war nebenan im Raum, dann wären die Kinder weg. Aber das war so irgendwie abgesprochen, glaube ich, auch mit der Eva Braun. Denn die Frau Goebbels und Eva Braun, das waren die einzigen, die so einander Kontakt hatten unter dem Bunker. Und nicht jemand, dass das so mehr oder weniger verabredet worden ist. Die wollte auf alle Fälle die Kinder weglassen. Die sind dann bei mir zurechtgemacht worden zum Sterben. Denn alles passierte bei mir. Wo sollten die sonst hin? Im Gang rumstehen ging ja nicht. Dann hat sie die Kinder, die waren alle weiß, im Nachthemdchen angezogen. Da hat die Frau Goebbels in die Haare schön locker gekämpft und so, hat ihnen erzählt, alles Mögliche, nicht? Und bloß die Älteste, die war nicht so, die war traurig, hat das alles mehr irgendwie im Gefühl nicht mehr so ganz mitbekommen von Erzählen. Ja, die Frau Goebbels ist dann mit den Kindern weggegangen, ne? Und da kam dann, nachdem der Dr. Norman kam, die Kinder werden sonst weg. Ja, da war sie ungefähr, na, vielleicht eine gute Stunde oben. Und dazwischendurch kam der Dr. Stumpfecker mir gegenüber, mein Arbeitsraum war der Toilettenraum. Da hat Dr. Stumpfecker den Hund, die Blondie, Hitlers Hund vergiftet. Und nach ungefähr einer guten Stunde kam Frau Goebbels herunter, weinend, hat sich neben meinem Raum, Tür war offen, zu dem Raum, wo Goebbels sich aufhalte, hat sich da hingesetzt und hat Karten gelegt. Heute weiß ich, das war Patience, dass sie da Karten gelegt hat. Ne? Goebbels ging da an ihr so vorbei, blieb auch stehen und alles war stumm, keiner sprach ein Wort, das war furchtbar grausam. Ich war immer froh, wenn ein Telefonat da war, da habe ich bewusst laut gesprochen. Ich wollte ein bisschen laut einfach, ich habe zwar recht gut deutlich verstanden, aber ich hab gerufen, na, ich verstehe Sie nicht, sprechen Sie laut. Ich habe einfach von mir aus ein bisschen mehr das Leben reingebracht. Sprache, nicht? Denn kein Mensch sprach was. Es war alles so ein Drama, so Totenstille da in dem Bunker. War wie in einem toten Sarg. Ja, und dann Hitlers Tod war ja vorher noch ein fremder Mann gekommen, da uniformiert und dann Parteiuniform. Da sage ich zum Menschen, wer war das denn? So ein Fremder? Sonst kannte man jeden Einzelnen, die da zu tun hatten. Und da hörte ich, dass der Chef heiraten wird. Und das ist der Standesbeamte. Ja, das ist dann hinter den Türen stillschweigend passiert. Ich war nicht anwesend, sondern aber alles von wenigen Meter Entfernung. Der Selbstmord von Hitler und von der Eva Braun, haben Sie den vorher gewusst oder kam das? Nee, wir wussten es. Also ehrlich gesagt, seit dem 22. August wussten wir, der Chef bleibt hier und dass er hier aus dem Leben scheidet. Das wussten wir. Nicht, also so stillschweigen könnte das auch nicht gemacht werden. Aber durch diese Funksprüche und Telefonate hat sich das immer wieder von einem Tag zum anderen hingezogen. Nicht? Man war selber schon immer nervöser, man wusste nicht, was passiert. Nicht? Ja, bis es dann soweit war, da stehe ich, ich wollte wieder rübergehen in die neue Reichskanzlei. Da traf ich den Henschel vor der Tür, vor seinem Maschinenraum. Sage ich, Hans, ich gehe jetzt rüber, soll ich dir was mitbringen? Irgendwie, auch noch für sich hat er zum Leben und alles andere gehabt. Nein, nein, ich brauche nicht so ein. Wir standen da noch so ein bisschen rum und dann hörte ich, wie einer ruft, Linge, ich glaube, es ist soweit. Aber wer das war, weiß ich nicht. Ob das der Goebbels war oder der Baumann, es waren kaum Leute unten. Und Linge kam dann bei mir um die Ecke herum, ich weiß nicht, ob er aus der Toilette kam oder die Treppe runter vom oberen Bunker, stößt mich so ein bisschen zur Seite und ist dann zu der Tür gegangen. Es hat sich noch keiner reingetraut. Dann kam der Günsche noch dazu, ging ja ganz schnell. Dann der Kempker, der Kraftfahrer. Und wer dann die Tür aufgemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Nicht?
Und ich guckte da rein, da sah ich den Hitler im Sessel drin, zusammengesunken, und die Eva Braun daneben mit angezogenen Knien, hatte so ein dunkelblaues Kleid gehabt mit so einem weißen Rüschen um den Hals. Nicht? Die lag neben ihm. Dann bin ich davon gelaufen, wollte drüber in die Reichskanzlei zu unserem Kommandochef, um ihm zu sagen, der Führer lebt nicht mehr. Der Führer ist tot. Aber ich war gerade aus dem Vorderbunker raus, plus ein paar Meter, da habe ich wieder mit der Angst zu tun, ich bin dann runtergekommen. Als ich runterkam, da haben sie Hitler gerade da reingelegt auf die Decke, und dann wurde er von den Leuten da, Jünsche, Linge und Kempka, und dann einer vom Reichssicherheitsdienst, den habe ich aber gar nicht erkannt. Die waren mit doch anwesend, ja, dann haben sie dann die Toten rausgetragen, da konnte ich noch sehen, und als sie dann die Treppe rauf sind, dann bin ich doch rübergelaufen zu der neuen Reichskanzlei, zu unserem Kommandochef Schädler, und haben gesagt, der Führer lebt nicht mehr, der Führer ist tot, hat sich erschossen. Wann denn, sage ich, jetzt eben, der ist eben rausgetragen worden. Naja, hat er gesagt, naja, geh, ich soll wieder hingehen zum Dienst. Denn ich wurde vertreten so lange von einem Kameraden, der mich vertreten hatte. Nicht, sonst, ich musste ja, wenn ich mal ein bisschen schlafen wollte, habe ich eine Vertretung gehabt. Nicht, der Kamerad Retzbach. Ja, ja, und dann, als ich dann zurückkam, nicht, da sagte Retzbach, gehst du rauf, willst du raufgehen? Chef wird verbrannt. Nicht, also der Chef brennt, sagt er, so sagt der Chef brennt. Sag ich, nee, geh du mal rauf. Nein, ich auch nicht. Ich hau jetzt ab. Und dann ist er abgelaufen, dann stand ich wieder alleine da. In dem Bunker da. Der Führer war weg und raus. Dann alles Totenstille. Niemand regte sich. Jeder machte entsprechend das Gesicht. Wie gesagt, ich hatte immer die Möglichkeit, laut zu sprechen, weil ich am Telefon die Möglichkeit hatte, laut zu sprechen. Die anderen nuschelt dann immer so einer für sich hin. Es war das Ende von unten im Bunker. Am 30. Ja, dann war der Goebbels der Reichskanzler. Das war dann mein Chef. Und dann ging das weiter. Dann kam der Herr Grätz runter. Unser Posttechniker, der immer zuständig war für Telefonangelegenheiten, das funktioniert, mit einem Kabeltrommel auf dem Rücken, und dann sagt er mir, ich soll die beiden Anschlüsse nicht blockieren, die musst du unbedingt freihalten, ich gehe jetzt rüber zu den Russen. Und da ist die an dem Reichsluftfahrtministerium vorbei bis zur Zimmerstraße, da war der erste Russe, bis da wurde das Kabel gelegt. Und dann kam der Herr, der Telefontechniker, runter, sagte, ja, was ist los? Wieso? Das ist tot, die Leitung ist tot. Ach, was ist denn da schon wieder? Ist er nochmal weggegangen? Und dann kam er zurück, und da hatte ich inzwischen schon den Russen am Apparat gehabt. Und da habe ich den General Krebs gerufen, sage ich, ja, General, ich habe jetzt hier den Russenanschluss. Ja, geben Sie mal her. Und der hat ja fließend Russisch mit dem gesprochen. Ich konnte zwar alles mithören, aber er sprach fließend Russisch mit dem Russen, denn der General Krebs war früher beim Militärattaché in Moskau. Deswegen sprach er mit den Russisch. Ja, dann gingen die Konferenzen mit den wenigen Leuten, Bormann, Goebbels, General Burgdorf, nicht, der Mohnke. Ja, die haben dann, ja, gesprochen, abgesprochen, dann ist nach etwa 2 Stunden ist dann der General Krebs hin zu den Russen, und dann kam er wieder nach einer Zeit zurück, wieder Besprechung gewesen, nicht irgendwie, und dann ist er wieder hingegangen und wieder keinen Erfolg mitgebracht, weiß ich, was er da eigentlich wollte. Er wollte wohl uns da aus die Mitglieder der Reichskanzlei und so weiter, dass wir einen freien Abgang haben und so weiter. Und auch wichtigere Sachen, nicht nur für uns, was er da aushandeln wollte, ohne Erfolg. Dann machte sich Bormann bereit,
hat einen schwarzen Ledermantel gehabt, unten drunter eine Fallschirmjägeruniform gehabt, so eine Tarnjacken unten drunter und eine Ledertasche, hat sich noch bei mir verabschiedet, hat mir das Gute gewünscht und wir sollten zusehen, dass wir zu General Braun, zu dem sollen wir uns durchsagen. Ne? Und das wäre Richtung Friedrichstraße, Bahnhof Friedrichstraße. Und er ist dann weg. Ja, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und angeblich ist er mit dem Arzt Dr. Stumpfegger zusammen weg. Von Kameraden habe ich gehört, dass sie ihn noch getroffen haben, wohl an der Weidendammer Brücke und später irgendwo noch woanders. Ich habe ja Goebbels schon dauernd immer mehr oder weniger gequält. Ich wollte weg, ich wollte zu meinen Kameraden weg, ich wollte den Bunker verlassen. Ich wusste ja nicht, was passiert. Und ich sage ihm Bescheid und ja, immer wieder sage ich, ja, Herr Minister, bin ich denn da nötig? Naja, was haben wir denn hier noch? Und dann habe ich ihm auferzählt, na, was haben wir noch? Da ist der General Bärenfänger, dann die Weidling und wie die so alle hießen, nicht die mir so noch in Erinnerung geblieben sind, dann vor allen Dingen ihre Gauleitung meldet sich hier laufend. Naja, das ist ja dann nicht mehr viel. Ja, sagt sie, ja, mehr wüsste ich auch nicht. Und dazwischendurch kamen ja viele Telefonate noch von Leuten, die zufällig unsere Telefonnummer kannten, aus irgendeiner Freundschaft heraus. Das war 120050, die Nummer werde ich nie vergessen. Das war die Telefonnummer von Viererwohnung und dem Bunker gleichzeitig. Und die haben dann natürlich immer wieder angerufen, die Russen sind da und die haben geweint, die vergewaltigen Frauen und was soll man denn bloß machen und dies und das und jenes. Naja, ich konnte ihnen auch keine besondere Auskunft geben. Hin und wieder habe ich den Goebbels das Gespräch weitergeleitet, ja, der hat sie auch vertröstet, aber das war ja nichts mehr. Wie viele Tage nach seinen Kindern hat sich dann der Goebbels umgebracht? War das nicht am selben Tag? Am zweiten. Am zweiten Mai. Am 2. Mai in den Morgenstunden. Mhm. Er hat mir dann gesagt, wir haben ja verstanden zu leben, dann werden wir auch verstehen zu sterben. Ich könnte jetzt zu meinen Kameraden gehen. Und da habe ich dann alle Kabel ausgerissen, Fernschreiber, Telefonkabel, alles, was so Anschlüsse waren, die habe ich alles rausgerissen. Habe dann dem Henschel gesagt, dem Techniker, so, jetzt sind wir nicht mehr erreichbar. Ich verschwinde jetzt, ich gehe jetzt weg. Und da waren wir beide alleine da. Ich habe den Goebbels, wo er sich, nebenan bei mir in dem Raum, soweit ich mich erinnern kann, hat mir Henschel gesagt, später nach der Gefangenschaft, nebenan im Raum, und er wurde auch mit Benzin begossen, aber da brennt ja nicht, denn da ist ja viel zu wenig Sauerstoff. So kann ich mich erinnern, so hat mir das der Henschel gesagt. Manche sagen, er wäre mit seiner Frau, mit Frau Goebbels, das kann nicht stimmen. Frau Goebbels ist dann, nachdem sie die Patience gelegt hat, die Karten gelegt hat, die ist dann zu den Kindern gegangen, und ist nicht mehr runtergekommen. Also sie muss sich dort oben schon vergittert worden sein. Nicht zusammen mit Goebbels. Ich habe sie dann nie wieder gesehen. Die wäre dann sonst runtergekommen. Aber die Zeit, nachdem die Kinder dann vergiftet worden sind und sie dann später zu den Kindern mit aufgegangen ist, dass sie sich dort auch das Leben genommen hat. Denn ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Nur noch den Goebbels und Dr. Naumann. Wir waren dann die einzigen Bunkerinsassen unten. Von uns auch kaum auch niemand. Was sollten die auch? Wie war denn die Situation oder die Stimmung damals bei einem Bombenangriff? Was hat man von dem Bombenangriff oder auch von dem, dass die Russen jetzt näher gekommen sind? Hat man da im Bunker unten selber was mitbekommen? Ja, wenn eine Granate oder eine Bombe den Ausgang oder auch daneben, denn da war nur wenig Erde drauf, nicht?
Zündebunker. Und wenn da der Ausgang getroffen wurde, das ist ja Beton, das schaltet. Ja, nicht? Also man hat das gar nicht so erkennen können. Ist das ein Pistolenschuss oder ist das ein Bombe oder eine Granate? Je nachdem, wie es getroffen wurde, das hat man unten gemerkt. Und wurden Sie dadurch dann, haben Sie dann gewusst, es geht jetzt dem Ende zu, wo die Russen immer näher gekommen sind, oder haben Sie gedacht, haben Sie bis zum Schluss immer noch gehofft, dass irgendwo jetzt dann was passiert? Nö, man war übermüdet und vollkommen gleichgültig. Man hat die Leute sterben sehen, denn nach dem, muss ich dazu sagen, General Krebs und Burgdorf, die nachher alleine waren, ja, die haben sich neben mir um die Ecke, da war ein kleiner runder Tisch, zwei Sessel, da habe ich dann Gespräche bekommen, da wollte ich den General Krebs, da bin ich rangegangen, habe ihn angestoßen, wollte ihn wecken. Ja, das, mit dem Wecken war nichts mehr, er war tot. Er hat sich da unten erschossen, mit dem General Burgdorf, so 3 Meter von mir entfernt. Ganz um die Ecke bloß. Ich weiß nur, dass ich ihn angestoßen habe, ich dachte, er schläft, er ist müde, wir waren ja alle müde. Und nein, aber er war tot. Was haben Sie denn mitbekommen von dieser Intrige, die der Bormann gegen und der Göring, beziehungsweise der Bormann gegen den Göring gehabt hat? Nein, das ist nicht so, das kann ich nicht sagen, nein. Was lief denn da? Nein, ich muss da vorsichtig sein, dass man das eine oder das andere mitbekommen hat und dass man da versucht, dazu was zu mogeln, aber das mache ich nicht. Das habe ich nicht mitbekommen, weiß ich nicht. Dass das denn Telefonate waren, ja, Bormann und nichts, vom Bunker aus, nicht? Das ist klar, aber ich hätte ja abhören können. Wir hatten eine Muschel gehabt, die hätte aufsetzen können und mithören. Das macht man aber nicht. Nicht? Das macht ich hin und wieder, habe ich es mal gemacht, aber im Grunde genommen macht man das nicht. Haben Sie von der eigentlichen, von diesem, wie sich das also angebahnt hat, dass also der Göring seines Amtes enthoben wird, da gingen ja einige Funksprüche hin und her, auch mit der Verhaftung. Ja, haben Sie die übermittelt? Das habe ich mitbekommen, ja. Über den vom Reichssicherheitsdienst die Leute, nicht, die das veranlasst haben, die auch das auf dem Berghof oben das auch durchgeführt haben. Das ging dann über den Rattenhuber, den Chef des Reichssicherheitsdienstes, Rattenhuber und seine Leute. Aber irgendwie ein Disput zwischen Göring und Bormann, das habe ich nicht mitbekommen, weiß ich nicht. Haben Sie diese Funksprüche übermittelt damals? Oder wer war das? Ja, zum Teil, wir haben ja nur einen Telefondienst vermittelt, aber die Gespräche haben wir nicht mitbekommen. Wir konnten, aber das macht man ja nicht. Sie haben also praktisch nur die Leitungen gestöpselt, aber... Ja. Das war überhaupt eine provisorische Anlage. Der Bunker war gar nicht richtig fertig, sondern eine neue Vermittlung, wie wir sie oben in der Zentrale gehabt haben, das war gar nicht. Ganz primitiver Vermittlungsschrank, die man vielleicht in jedem kleinen Büro oder Pension oder Hotel bekommt. Das hat alles dieser Herr Grätz von der Post alles gemacht, der Techniker. Wie lange waren die Telefonanlagen im Einsatz? Da unten? Ja, unterbrochen. Unterbrochen so gute vier Wochen. Wenn Luftangriffe waren, wir unten. Wenn die Entwarnung war, sind wir wieder raufgegangen. Alles immer raus aus dem müffigen Bunker darunter. Aber richtig total Einsatz war dann so gegen den 20. Ungefähr, da sind wir dann nicht mehr raufgegangen. Und wie lange war die Telefonanlage in Betrieb? Na, bis ich die Kabel rausgerissen habe, bis an die frühen Morgenstunden zum 2. Mai. Bis in den Morgenstunden, die Zeit weiß ich nicht, ob das 6 Uhr früh war oder um 5. Es war im Morgengrauen. Wann ist Morgengrauen im Grauen? Im Mai 6? 5 Uhr, 6 Uhr, da war die Funkstille. Und da wurde ich von Goebbels entlassen. Er ging dann in den Nebenraum und ich habe mich von meinem Nachbar, dem Techniker Hinschel, verabschiedet.
Und dann habe ich den Bunker verlassen. Da blieb nur noch der Henschel. Also wir zwei zählen dann zu den letzten Beteiligten im Bunker unten. Ich wusste auch nicht, was passiert. Man musste mit allen rechnen. Wird man vielleicht von irgendwelchen Kommando umgebracht als Zeuge? Oder so? Man musste eigentlich, alles ging durch den Kopf, aber auf der anderen Seite war man so gleichgültig übermüdet. Und dieses Drama, man musste sehen von Stunde zu Stunde, mit wenig Schlaf, immer wieder ein bisschen schlafen. Können Sie sich noch erinnern, wann der Brigadegeneral Rattenhuber im Bunker erschienen ist? Nein, also in der letzten Zeit nicht. Er kam nicht runter. Ich weiß nicht, warum nicht. Entweder haben die alle Angst gehabt oder was, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht unten gesehen. Könnte das am Nur eben in der, wenn ich mal in die neue Reichskanzlei ging, dass er sich da aufgehalten hat. Nicht dabei, ja auch die Dienststelle vom Reichssicherheitsdienst und auch von unserem Begleitkommando in der neuen Reichskanzlei. Da waren die Räume zur Verfügung. Was wissen Sie, was von den Funkweg, die von der Marine gestellt worden sind? Nee, das weiß ich nicht. Das weiß dann Herr Beugs, aber ich kam mit Herr Beugs nicht so weiter zusammen. Diese Meldungen über die Verhaftung von Göring am Obersalzberg und so, die gingen ja alle per Funk. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, ich war nicht an der Funkanlage. In der neuen Reichskanzlei muss man immer wechseln. Die Reichskanzlei, wo die Führerwohnung war, nennt sich auch Reichskanzlei. Und dann die neue Reichskanzlei, die war 400 Meter lang in der Poststraße. Da war auch die Funkzentrale. Nicht? Das war vom Reichsrechtschef Dr. Dietrich, die Anlage dort die war. Aber wo die Marinefunkanlage war, das weiß ich nicht. Ob sie da mit beteiligt war oder nicht, oder in der Parteizentrale von Bormann. Was war in ihrer Tätigkeit oder ja, in ihrer Tätigkeit und dadurch, dass sie mit Hitler so nahe zusammen waren, was war da ihr einschneidendstes Erlebnis? Das kann jetzt irgendwie etwas sein, dass sie irgendwas mitbekommen haben über irgendwelche Kriegshandlungen oder irgendwelche Besprechungen oder sonst irgendwas. Naja, es gab schon Schwerpunkte damals mit Stalingrad, wie Hitler dann nach einem Disput mit dem Wehrmachtsführungsstab dann vertieft im Sessel saß und sich dann hat Schallplatten vorspielen lassen. Da hat er mit direkt Leid getan. Und dann auf dem Berghof, da waren etwa über 200 Generale. Das war im Plattehof, im großen Saal waren dort über 20 Generale. Da hat er so mit Tränen in den Augen hat er auf die Generale drauf gesprochen. Nicht? Geschildert und so weiter. Und dann eine Auseinandersetzung mit Keitel habe ich miterlebt. Das war in der Wolfschanze. Das ging über eine Angelegenheit in Finnland, als der entsprechende Kommandochef, General sowieso, zum Vortrag kam. Da hat es eine Auseinandersetzung, Fenster war auf, ich habe hören können, nur schlecht unterscheiden können, weil Hitler und Keitel, die hatten fast den gleichen Tonfall gehabt in der Sprache, ja. Aber da hat es ziemlich harte Auseinandersetzung gegeben. Aber wie gesagt, wir waren nicht Gesprächspartner, das sind dann die Adjutanten. Als die Attentat gemacht wurde in der Wolfschanze, im Hauptquartier, da war ich nicht da. Ich war als Kurier nach Berlin gekommen und bin erst am Abend wieder zurück in die Wolfschanze. Also ich bin erst nächsten Tag wieder hingekommen. Ich musste mich darauf verlassen, was die Kameraden mir erzählt haben und dann, wie das da ablief. Wie haben Sie Eva Braun in Erinnerung? Eigentlich ist eine sehr, sehr nette Frau. Vor allen Dingen, wenn der Chef nicht da war.
Da war das eine andere Eva Braun als die, wenn der Chef da war. Zurückgezogen, so. Und wenn der Chef weg war, der ist mal damals zu Franco nach Spanien gefahren, der Bahn. Da hat Frau Braun gleich so eine, heute sagt man, Party gemacht fürs Personal. Wurde fürs Personal aufgedeckt, uns aufgefordert. Wir waren dreimal zurückgeblieben. Wir müssten die Mädchen unterhalten, ein bisschen zum Tanzen und so. Das war eine Eva Braun. Nicht? Da war sehr nett. Ich habe auch bekommen, als meine Frau mir ein Baby geschenkt hat, das hat sie auch erfahren, ich nehme an, von Albert Baumann, von dem Parteiadjutanten, der Bruder von Reisharder Baumann, denn es wurde mir gratuliert und ich bekam einen Kinderwagen vollgepackt mit Babyausstattung. Das habe ich von der Eva Braun bekommen. Denn es waren immer genug Sachen da, die spendiert wurden und so war. Da war immer ein Teil von solchen Artikeln, wenn sie nicht gleich in Kinderheime wieder weggebracht worden sind. Also da habe ich eine gute Erinnerung. Nicht? Ja, aber sonst waren wir nicht keine direkten Gesprächspartner. Wir Momentsachen, ja. Wie würden Sie Baumann beschreiben? Martin Baumann. Ja, Martin Baumann war, wir haben mehr oder weniger ein bisschen, Angst kann man nicht sagen. Aber wenn wir unseren Dienst ordentlich gemacht haben, da konnte Baumann ja auch nichts anstellen. Denn unser Chef war Hitler und nicht der Baumann. Aber wir hatten mehr oder weniger ein bisschen Angst gehabt. Wie zum Beispiel hier in der Viererwohnung wussten wir, Baumann kommt aufhören zu rauchen und so weiter. Nicht, durfte ja nicht geraucht werden. Aber er war ein Mensch, er hat viel Arbeit für Hitler gemacht. Der war ein Arbeitstier. Nicht? Der war nur am Arbeiten. War er vielleicht, könnte man sagen, dass er teilweise auch ein bisschen korrupt vorgegangen ist? Was war was? Dass er korrupt vorgegangen ist. Wenn es um die Interessen seines Chefs ging. Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin an ihn einmal herangegangen, als meine Frau ein Baby bekommen hat. Das war nicht in Richtung oben nördlich von Berlin. Da war sie in einem Heim und da hörte ich von seinem Fahrer, dass er nach in der Richtung fährt. Da war ein Gutshof, so ein Gemüsehof und sowas, dass er dorthin fährt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und da habe ich gesagt, Mensch, da kannst du ja eigentlich meine Frau mitbringen, da fährst du ja direkt vorbei. Er sagt, sag's dem Chef. Da bin ich an Baumann reingegangen, habe gesagt, ich habe gehört, ihr Fahrer so und so fährt dann morgen da und hin. Ja, was ist denn? Da sage ich, meine Frau, könnte er meine Frau mitbringen, ein Baby bekommen? Ja, selbstverständlich. Ich sag's ihm gleich Bescheid, dem Fahrer. Dann hat er ohne weiteres dem Fahrer gesagt, dass er meine Frau mitbringen soll. Die kam dann hier mit einem großen Mercedes angefahren mit dem Baby. Also wir waren täglich zusammen, es war kein Problem, ihn darum zu bitten oder zu sagen, ich habe gehört, dass. Der hätte bestimmt nicht Nein gesagt, sondern sagte, selbstverständlich, mach das. Ich werde ihm gleich Bescheid sagen. Hat er das gemacht und ist auch durchgeführt worden. Selbe Frage mit, wie haben Sie Göring in Erinnerung? Naja, bei solchen Leuten ist schlecht zu sagen, die waren alle freundlich, sehr nett und so weiter. Gut, ich habe Göring eine Garderobe, Mantel abgenommen, schönen Pelzmantel da hingehangen und dann bin ich mit einem Adjutanten mitbegleitet noch hingegangen und der Mantel kam mir so ein bisschen schwer vor. Ich bin dann wieder zur Garderobe gegangen und greift da in die Taschen rein, sollte man natürlich nicht machen. Aber ich reingebiet, da habe so einen Trommelrevolver da gehabt in der Manteltasche der Göring. Ja, hat er zum Kommen, guck mal, was der Göring mit sich schleppt. So einen Trommelrevolver hier hat er in seinem Mantel drin. Aber sonst, wir waren da wirklich keine Gesprächspartner, wir waren da nicht anwesend. Anwesend sind die Adjutanten, die sind dann da und die sind Gesprächspartner. Wir sind mehr oder weniger Hilfskräfte.
Was war ausschlaggebend für das, dass die Wende dann im Krieg eingetreten ist? Waren da, würden Sie sagen, die generelle Schuld? Oder war Das weiß ich nicht. Sowas möchte ich mich nicht äußern. Mit solchen Dingen weiß man nicht. Denn man war ja nicht bei den Gesprächen dabei, den Verhandlungen dabei und wer, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, das weiß ich nicht. Da war ich dann auch nur Zaungast, also mir nicht. Wichtig sind ja die Teilnehmer. Das sind die Stenografen, nicht? Herr Lorenz, nicht? Und dann von General Scherf, der die Kriegsgeschichte geschrieben hat, war ja ein Oberfeldwebel, der auch stenografiert hat. Die haben dann direkt mitgehorcht. Die waren dann auch mit den Ohren dabei. Wie stark war denn der Einfluss von Bormann am Obersalzberg um? Gewaltig. Der Bormann war der Chef da über das ganze Gebiet. Ich glaube, der hat, dass der Führer das gar nicht so richtig wollte, so wie wir es so ein bisschen festgestellt haben. Nicht, dass der Führer wollte das gar nicht. Auf alle Fälle wollte er nicht oben, oben auf dem Kehlstein das. Nicht. Das wurde dann errichtet, man nennt das Teehaus, das war nie ein Teehaus, das war das Haus Kehlstein. Teehaus war ja in ebener Höhe, wie die Wohnung war, wie das Weckhaus, nicht? Und Moslacher Kopf, da war das Teehaus. Da oben, das war das Gästehaus, nicht? Wir nannten es D-Haus, nicht D-Haus, sondern D-Haus, Diplomatenhaus. Weil der Führer mit seinen Diplomaten darauf fahren hätte können und hat das ja auch gemacht, aber nur, er war vielleicht im Ganzen 2-3 Mal oben, ganz kurz. Ich kenne das Haus, aber das ist alles Mache von Baumann. Baumann war der Herr über alles dort oben. Aber danach richteten wir uns nicht, wir waren persönliche Begleitung Adolf Hitlers. Wie geht es im engsten Kreis, was da in der Umgebung alles abgespielt hat, weiß ich nicht. Nur mal als gesehen und sowas, aber sonst war er dort der mächtige Mann. Der Reichsminister, der Fritz Todt, der ist ja durch den Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ja, der war sehr angesehen beim Führer. Da hat man doch auch mit, oder munkelt man heute noch, dass da eventuell Sabotage im Spiel sein könnte. Ja, man spricht davon, aber das weiß man nicht. War das damals immer außer Frage gestanden, dass das ein Unfall war oder hätte das auch von... Ja, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß noch, wie er in Wollschanze war, im Hauptquartier, und dass von dort aus dann das Flugzeug abgestürzt ist, aber... Unter normalen Verhältnissen oder ist ein Tatendrang, das weiß ich nicht. Das machen die Historiker, die dichten dann irgendwas dazu. Aber die einzelnen Kronzeugen, nicht, wo man auch manchmal verfällt, etwas zuzusagen, was eigentlich falsch ist. Man sagt sich, naja, anders hätte es ja nicht sein können, sondern so. Aber das ist dann nicht mehr echt. Da will ich auch da in dieser Richtung sehr vorsichtig sein. Denn man weiß, man war dabei und man hätte das müssen können, ja, aber man weiß es eben nicht. Wie war Hitler für Sie als Chef? Ja, wir hatten einen prima Chef gehabt. Er hat uns immer mehr oder weniger, das erfuhren wir immer wieder durch die Sekretärinnen, wenn dann nachts um 2 Uhr nach der Mitternachtlage, da war der sogenannte Kaffee an Nacht noch, und da wurden Sekretärinnen, also einfache Leute, mal ein bisschen zusammengetrommelt zur Teestunde. Da wurde dann allgemein geplaudert, nicht über, auch über uns, und der Führer hat sich dann einmal erkundigt, ob wir auch ordentlich wie versorgt sind. Leute sind nun mal hier immer bei mir. Die sehen alles, die erfahren alles, und das könnte leicht sein, dass wir dann in fremde Hände geraten, nicht? In Spionageangelegenheiten oder und so weiter. Und da hat er immer uns gelobt,
meine Leute machen das nicht, hat sie uns immer in Schutz genommen. Er war mit uns immer angeblich, was die Sekretärin dann gesprochen haben, angeblich hat er uns immer gelobt, weil es alles funktioniert hat. Hat auch alles funktioniert. Nicht? Ich meine, dass ein Attentat passieren konnte, wir haben ja niemand kontrolliert. Dass wenn jemand zu kontrollieren war, machte der Reichssicherheitsdienst. Wir selbst, als die Angehörigen zum Viererbegleitung, wir hatten nicht das Recht gehabt, Leute zu kontrollieren. Das wollte der Hitler auch nicht. Wir können meine Leute, seine Gäste kontrollieren. Das geht nicht. Dazu waren die Polizisten da, der Reichssicherheitsdienst von Rattenhuber. Haben Sie damals irgendwann mal was mitbekommen über irgendwelche Verbindungen nach Argentinien? Keine Ahnung. Nee, Führer auch zu uns, fällt mir auch gerade was ein. Das war in der Wolfschanze, der Führer geht raus, steht draußen, naja, wir gucken uns hin, der Führer guckt sich in der Gegend herum und ist dann wieder reingegangen, kommt aber nochmal raus und spricht mich an und sagt, ich würde nicht gut aussehen, ob ich krank wäre. Und so sage ich, natürlich, ich bin nicht krank, ich habe zwar hin und wieder mit Magen zu tun, aber ich bin nicht krank. Na, gehen Sie mal zu Morell, lassen Sie mal Rinti untersuchen. Das war ein Gespräch, das sind Momentgespräche, ja. Ja, dann bin ich dann auf Anhang des Führers zu Morell gegangen, der hat mich untersucht und mich nach Karlsbad 4 Wochen zur Diätkur zu machen, da in einem Lazarett in Karlsbad. Die hat er sich so ein bisschen um uns gekümmert. Auch dass Leute von uns, von den Älteren, die haben Fronteinsätze gemacht, weil die ja normalerweise nicht richtige Soldaten waren. Die waren Parteisoldaten und wir kamen von der Truppe. Wir waren ja Soldaten. Das hat den mehr oder weniger nicht so ganz gerecht gepasst. Und um befördert zu werden, mussten sie einem Truppenanteil gehören. Da sind sie an der Front gegangen, einige sind gefallen. Nicht? Und der Führer hat das sehr bedauert, sagte aber, ich kann jetzt nicht Nein sagen zu Dietrich, zum Leibschneider. Ich kann jetzt nicht Nein sagen, dann kommen die Frauen von den Leuten, die gefallen sind und sagen, aha, meine Männer konnten und die brauchten jetzt nicht zu gehen. Da dachte, das muss jeder mit sich ablassen, ob er an die Front gehen will oder nicht. Halten kann ich ihn niemanden. Wie wichtig war der Speer für Hitler? Ja, die waren mehr oder weniger freundschaftlich miteinander verbunden. Diese Art war ein bisschen anders als mit anderen. Nicht, die hatten da auch berufliche Interesse gehabt im Bauwesen. Denn auf dem Schreibtisch, da lagen immer Zeichnungen und die Hitler dann Entwürfe oder Pläne gemacht hat, nicht, und die dann der Speer begutachtet hat oder darüber wurde diskutiert. Also es war ein anderes Verhältnis. Das war kein Verhältnis zwischen irgendeinem General oder anderen Minister, zwischen Speer war es irgendwie anders. Haben Sie Hitler mal irgendwie zeichnen oder so gesehen? Zeichnung? Zeichnen? Nein, gesehen, auf dem Tisch liegen. Ja. Ach, hier hauptsächlich in Berlin. Nicht, wenn da auf dem großen Schreibtisch da lagen dann Zeichnungen aus. Oder auch irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel das handschriftliche Schreiben, was immer versteckt und nie gezeigt wird, von als sich der Kronprinz bei Hitler vorgestellt hat, nach dem Tod von Kaiser Wilhelm II., wäre er nun jetzt der Chef des Hauses der Hohenzollern und mit dem Schmu, nicht? Niemals mit meinem Führer, wie alle anderen ihn angesprochen haben. Ich kann mich gut erinnern, dieser Schrieb war mit Herrn Reichskanzler, immer mit Herrn Reichskanzler angesprochen. Nicht mit meinem Führer, wie alle anderen. Und wenn irgendwelche Ausstellungen sind von den Hohenzollern, dieser Schrieb, der wird immer unterschlagen. Wir haben ihn noch nie gesehen. Aber man sollte es eigentlich veröffentlichen. Oder zum Beispiel auch als der japanische Außenminister da war, da brachte Hitler eine Seekarte. Da war England noch nicht Insel, war England noch auf der Seekarte vermerkt, dass da keine Schifffahrt durchfahrt, dass da noch ein Zipfel an Festland war. Das war so eine große Karte, ungefähr so groß, ziemlich braun, schon altes Papier, aber
da hat man, wir haben das ein paar Mal angesehen mit Kameraden, da war England noch irgendwie, eine so uralte Karte ist das. Sie haben zuerst einmal gesagt, dass Hitler noch mal da unten noch mal Musik hört hat im Bunker. Musik, nein. Bevor er sich, oder? Nein. Nichts gehört. Wo Sie gesagt haben, Sie haben dann da reingeschaut, nein, das war eine Wolfschanze, oder wo war das? Na, Wolfschanze. Im Bunker nicht. Im Bunker war nicht. Können Sie das nochmal von der Wolfschanze nochmal schildern, wie das war? Wie das war? Wie Sie ihn da gesehen haben? Ja, das war nach einer Lagerbesprechung mit dem Wehrmachtsführungsstab. Und als der weg war, nach einigen Minuten, setzt sich Hitler da in einen Sessel, neben dem runden Tisch. Und Fenster waren auf, das war Anfang August, warm. Und die Fenster waren auf und ich guckte da rein, wie Hitler da sitzt. Auf einmal kommt da Musik entgegen. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Wunderschöne Musik. Und der Diener, der kam da zwischendurch raus und sagt, ach, eine wunderschöne Stimme, wer singt denn das dann? Da sagt der Josef Schmidt. Die Schallplatten hat sich da vorspielen lassen. Aber im Bunker war keine Musik. Was waren im Bunker für Sicherheitsvorschriften? Nein, sagen wir mal anders. Ja, machen wir erst die Frage. Überhaupt keine. Konnte da jeder runtergehen? Ja, ziemlich. Aber er musste in die Reichskanzlei rein und dann runter? Nein, er konnte vom Garten aus runter. Oder in die Führerwohnung. Und von der Führerwohnung, da war kein Post, nichts dran. Die Sicherheit war überhaupt allgemein fast null. Nicht? Der Hitler hätte nicht stehlen können die Nacht. Nicht? Ins Schlafzimmer gehen. Ein einziger Posten, angenommen, ich bin derjenige gewesen, ich habe ja meinen Dienst da gemacht. Wenn ich da am Kücheneingang, wir nennen es das Kücheneingang, das ist die eigentliche Wohnung, die Treppe auf 22 Stufen, oben war ein Vorraum, dann ging man rechts in das Gästezimmer, das war, wo Eva übernachtet hat, daneben war das Arbeitszimmer, vom Arbeitszimmer ging es in sein Schlafzimmer. Da war kein nichts bewacht, nichts, gar nichts. Wenn jemand reinging da in den Eingang, nicht, habe ich auf den Knopf gedrückt, der Summer ging, dann ging der rein, ja bitte, dann wollte derjenige, fremde Person, ja ich möchte zu Freien sowieso, denn das Personal wollte ja in der Viererwohnung. Nicht. Dann habe ich gesagt, bitte nehmen Sie Platz und dann habe ich denjenige angerufen, Freien sowieso, Sie haben Besuch, bitte abholen. Also von hier aus musste der Besuch abgeholt werden. Aber wenn derjenige mir was ins Gesicht gespreut hätte, da war die unbewachte Wohnung, da hätte derjenige spazieren gehen können, wo er wollte. Dann hätten sie Hitler oben stehlen können. Er war nicht bewacht. Oder auch bei den Frontfahrten, nicht? Die hätten, da waren wir in der Frontfahrt, waren wir vielleicht 6 Mann Begleitpersonal und auch hunderte von Offizieren, die hätten doch Hitler stehlen können. An jeder Front. An jeder Front war Hitler unbewacht. Außer die kleine Begleitung. Da war ein Attentat auf der Wolfschanze, wenn ich jetzt vergleiche, lächerlich. Ich muss das sagen, aber es ist so. Wir waren in Saporosche bei Manstein, nicht? Da waren wir 3 Tage lang. Und Hitler musste dann frühzeitig weg. Er wollte ja noch länger bleiben, aber der Flughafen wurde inzwischen beschossen von den Russen. Da musste er 40 Kilometer woanders hingebracht werden und von dort aus er dann weggefahren. Aber auch da hätten sie Hitler stellen können. Kein Mensch da. Der Bunker auch. Vom Bunker konnte man, naja, das ist dann schwierig, denn draußen standen ja Posten, vom Rasierzins, vom Garten aus in den Bunker zu gehen. Ja. Es wird immer behauptet, dass Hitler zum Schluss schon unter starken Beruhigungsmitteln und so gestanden ist. Was wissen Sie darüber? Lebensmittel weiß ich nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wo die da untergebracht worden sind. Muss das in den oberen Bunker gewesen sein, also unter dem Wintergarten, unter dem Festsaal, ja, was als erstes als Luftschutzbunker ausgebaut war, schon vor dem Krieg.
Nicht? Nein, ich meine jetzt Beruhigungsmittel. Nein, weiß ich nicht. Weil er hat doch zum Schluss auch schon, das Äußere von ihm war doch zum Schluss schon... Der war bis zum Schluss klar, deutlich gesprochen. Ganz klar und deutlich, das bestimmt ja auch der Herr Lorenz, der jede Sache bis zum Schluss stenografiert hat. Hitler war geistig bis zum Schluss ganz klar. Und wodurch kam dieses, dass er sich optisch so verändert hat? Naja, zusammengefahren, ja, Gesicht war recht ermüdend, hat ausgesehen, ja. Wie so ein ermüdeter Mensch aussieht. Wann war er zum letzten Mal im Tageslicht? Am Tageslicht? Oh, das weiß ich nicht. Ich bin öfter mal rauf, aber wann er raufgekommen ist? Also vor dem 20. Vor dem 20. Da ist er rauf und da war der Joschi Graf, auch oben Dienst gemacht hat. Da hat die Flak geschossen, da hat zum Führer, mein Führer, ich glaube, es ist besser, Sie würden hier runtergehen. Und da hat sich das Spiel angesehen mit den Scheinwerfern, die Flugzeuge abgesucht worden sind. Er sagte, danach geht es noch nicht, aber es wird geschossen, es können sehr viel Splitter runterkommen, mein Führer. Es ist besser, Sie nehmen Schutz. Na, mir wird schon nichts passieren. So hat mir der Kamerad Graf gesagt. Und dann ist er doch wieder runtergegangen. Seitdem weiß ich nicht mehr. Seitdem weiß ich nicht mehr, dass er mal ans Tageslicht gekommen ist. Kann sein, wenn ich nicht da war, nicht mehr die Vertretung hatte, dass er raufgegangen ist. Er war wohl draußen, aber das habe ich nicht erlebt. Er hat dann glaube ich, da irgendwie eine Jugenddelegation, Hitler-Jugenddelegation empfangen. Aber das habe ich nicht erlebt, das weiß ich nicht. Da war ich nicht anwesend. Nach dem Selbstmord, wer hat da wen hochgetragen? Wie ging das da vonstatten dann? Nach dem Tod? Ja, und der Günsche, der Linge, der Kempka, der vom Reichssicherheitsdienst, die Hitler getragen haben, und die Eva Braun. Und dann, wisst ihr nicht, andere fremde Leute waren nicht da. Wo sind die dann hingegangen, was haben die dann gemacht? Ich bin in meine Telefonzentrale gegangen. Zwischendurch waren Telefonate da, natürlich nicht. Und nicht. Und wo sind die beiden dann hingebracht worden? Die Treppe rauf und der Retzwach sagt, gehst du rauf? Nicht, der Chef wird verbrannt. Dann sage ich, nein, geh du rauf. Da sagt er, nein, ich gehe auch nicht rauf. Ich hau jetzt ab. Und dann war ich unten alleine. Inzwischen hat Hitler gebrannt. Denn ich war vorher durch, nachdem ich da hingelaufen ist, als sie den Chef nun rausgetragen, bin ich schnell rüber zum Bunker, zum Reichskanzlei rüber und habe Schelle gesagt, dass der Chef hier tot ist. Und als ich zurückkam, da hat mir der Retzwach gesagt, der Chef brennt. Das sind alles halbe Minuten Sachen. Da hängt doch alles zusammen. Das sind keine großen Zeiten dazwischen. Und jeder sucht, dass er zurechtkommt. Ja, ich bin aus dem Bunker raus. Ich bin also von dem Führerbunker raus in die neue Ratskanzlei. Dort hat mich der Schädel gesagt, Richtung Bahnhof Friedrichstraße gehen, dort sind die anderen Kameraden. Ne? Und dann bin ich raus, durch die Kellerräume, durch den Kellerfenster raus. Ne? Und dann bin ich, da sind da vielleicht 60, 70 Meter zum U-Bahn-Eingang. Da bin ich zu den U-Bahn-Eingang, ganz makaber, da sind dann drei Gitarristen, die da Gitarre gespielt haben. Ich komme aus diesem Drama, da aus dem Bunker, dann komme ich in die U-Bahn und da gibt es Musik. Gitarrenmusik haben die Leute, das waren mehrere Leute da unten, die haben ja alle Schutz gesucht in der U-Bahn. Naja, ich wollte nun auf die schnellsten Wege Richtung Bahnhof Friedrichstraße in der U-Bahn. Taschenlampe und gehörtet, aber es waren überall Leute drin in der U-Bahn. Dann, ja, Bahnhof Friedrichstraße angekommen, da traf ich den Diener Linger und
einen von uns noch und den Hausmeister. Da war an einer Stelle, war durch Bomben, konnte man in die U-Bahn von der Straße aus runtersehen und die Russen haben da immer Handgranaten runtergeschmissen. Und wir haben dann in voller Deckung immer einzeln raus. Aber vorher war das, das werde ich heute nicht vergessen, da war die Spree, die U-Bahn ging ja unter der Spree, da waren solche Schotten, so eine dicke Dinger, Stahlwände und die waren nur so auf. Da haben wir durchgequetscht und dann diese 80 Meter waren rübergelaufen und froh waren, als wir dann auf der anderen Seite raus waren. Dann dachte ich, wenn da irgendwo jemand auf den Knopf drückt und die schließen sich, die Schotten, da sind wir drin. Aber es ist gelungen, wir sind dann durchgekommen und dann, wo die Russen da immer die Handgranaten rausgenommen haben und auch einzeln immer versucht, bis wir dann alle durchgegangen sind, da kamen wir bis Bahnhof, Stettiner Bahnhof. U-Bahn Stettiner Bahnhof. Und da hörten wir durch die Luftschächte und Gitter hörten wir deutsche Stimmen. Ach Mensch, hier, ich höre mal zu. Und das ist einer der Soldaten, die Wandsteigeleiter darauf und konnte sogar sehen, dass da deutsche Soldaten stehen. Da sagte er, Mensch, die sind durchgebrochen, die sind jetzt alle hier. Dann ist er jetzt aber raus und mal raufgegangen. Ja, die Deutschen, die da standen, das waren Gefangene. Deutsche bei den Russen und wir sind entsprechend auch von den Russen empfangen. Man tritt den Hintern und waren wir dann eingereiht zu den anderen.